Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zum nächsten Star Citizen Let's Play heute mal. Wir machen heute aufbauend auf dem Guide, den ich gemacht habe mit der Controller-Steuerung, machen wir heute ein bisschen Mining mit der Prospector. Und ich werde das vornehmlich natürlich mit dem Controller heute machen, und zwar mit meinem PS4-Controller. Wer den Guide noch nicht gesehen hat oder wer die Controller-Steuerung gerne haben will, bitte einfach mal in den Guide schauen. Ich verlinke euch hier nochmal hier unten als angepinntes Kommentar. Da zeige ich euch ganz genau, wie das hier funktioniert und was ihr machen müsst, pipapo und so weiter und so fort. So, also ein bisschen entspanntes Mining. Das ist doch eine schöne Sache mit dem Controller. Und ich würde sagen, ich habe auch eigentlich diese Sensibilitätskurven ein bisschen umgestellt, aber es ist immer noch ziemlich harsch. Aus irgendeinem Grund. Da können wir nachher vielleicht nochmal kurz reinschauen. Wir gucken aber erstmal. Ich muss erstmal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ist ja jetzt so ein bisschen so eine Sache. Aber ihr seht, wenn ich hier drehe, naja gut, es geht eigentlich schon. Man muss halt ein bisschen mit den Sticks immer so ein bisschen vorsichtig sein. So. Wir fliegen mal da runter. Mache wieder meine Lieblings-Mining-Route. Grimhex und Yela. So, let's go. Gucken, was wir heute rausziehen können. Wird bestimmt eine Doppelfolge werden, je nachdem, wie gut wir heute sind mit Steine finden. Mal gucken. Das ist schon ewig nicht mehr gemacht, mit einem Controller zu minern. Ist aber eigentlich, es müsste eigentlich relativ entspannt sein. Naja, wir gucken mal. So. Dann geben wir erstmal ein bisschen Gas hier. Muss noch runterfliegen. Oh, ein bisschen schneller geht schon noch hier. Also, ich habe die Kurven aufs Niedrigste runtergestellt, auf 0,1, will ich anmerken. Also, ich habe wirklich das absolute Minimum gemacht bei den Sensitivity-Kurven. Aber es scheint das Spiel nicht wirklich zu jucken. Aber egal, so, passt schon. Weiß ich, gibt es bei euch auch Leute, die mit Controller spielen? Oder habt ihr alle Maustastatur und HOTAS und so ein Zeug? Ich denke mal, die wenigsten werden mit Controller spielen. Davon gehe ich eigentlich sogar stark aus. So, wir driften irgendwie noch so komisch. Ich sehe meine Schiffsmitte gar nicht. Wo ist die denn hin? Ach, da unten. Da ist er. Da kommt sie rangeflogen. Mit einem Afterburner gegen wursteln. So. Scanning-Modus. Und da haben wir schon unseren ersten Brocken. Bin mal gespannt. So. Das sieht ein bisschen komisch aus, vielleicht, wie ich hier fliege. So. Ich muss erstmal daran gewöhnen. Ich glaube, meine Musik ist so laut, ne? Titanium, warte mal, ich mach mal kurz die Musik. Das ist wieder so eine heroische Musik. Ich weiß noch nicht, warum die immer lauter sein muss. Ich habe die eigentlich alle normalisiert. Geh mal runter auf... Oh, ich kann kaum noch weiter runter gehen. So. Okay, also der Stein hier, der ist Mist. Den nehmen wir natürlich nicht. Gucken wir mal weiter. Wir finden noch schöne Steine. Ich will Agritium. Agritium und ein bisschen vielleicht Laranit und Taranit. Borase geht auch, wobei das hier wahrscheinlich... Ich glaube, Borase gibt es nur noch in den Asteroidenbereichen. Ich glaube, auf Monden, Planeten, Borase wird, glaube ich, schwierig. Sehr, sehr empfindlich immer noch, die Sticks. Ja, das ist echt eine Fummelei mit diesen Controllern. Ich verstehe auch eines nicht, da muss ich auch mal kritisieren, mal wieder. Ich verstehe nicht, warum der, warum die Sensibilität, die Standard-Sensitivity-Kurven so mega, mega heftig eingestellt sind. Als ob das noch nie jemandem aufgefallen wäre, dass wenn man einen normalen Controller, ohne irgendwas zu konfigurieren, einfach nur standardmäßig, ne, ansteckt, dass es dann total heftig abgeht. Also, ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen seltsam. Egal. So, wir gucken mal. Ah ja, da haben wir doch schon was. Warte. Kurz bremsen. So. Was haben wir denn da? Agritium 2%. Das ist mir zu wenig. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Mehr haben wir ja nicht gehabt, ne? Aber es geht eigentlich ganz gut mit... Halt, da sind ganz, ganz viele Steine. Ach, da. Bremsen. Oder kurz bremsen. So. Es
es ist schon ganz entspannt, aber die Kurven sind halt echt ein Riesenproblem. Warte mal, ich will euch mal ganz kurz was zeigen. Nur mal so, dass ihr es auch seht hier. Controls, ne? Dann hier Gamepad. So, jetzt mache ich mal kurz Folgendes. Ich mache mal hier die Inversion-Settings, das ist erstmal wurscht. Das ist auch eigentlich, also das hier habe ich jetzt, das ist alles Standard, das ist immer auf 1, ne? So, und dann gibt es hier ganz unten die Sensitivity. Hier, das da. 0,1. Es geht nicht unter 0,1. Also das, was ich hier gemacht habe, ist die niedrigste Sensitivity. Ich kann die auch mal hoch... Achso, vielleicht muss ich die hochstellen. Kann das sein? Ich muss die hochstellen. Okay. Jetzt trotzdem. Ich bewege das Ding nur so ein ganz kleines bisschen, so ein winziges bisschen. Und der rusht hier so richtig hart hoch und runter. Keine Ahnung, was das ist. Also das ist sehr, sehr kurios gemacht. Da hat sich jemand keine Gedanken gemacht. Ich kann es auch mal auf Maximum stellen, auf 3. Ändert hier gar nichts. Wobei links, rechts ist es... Ach egal, ich lasse es jetzt mal so, keine Ahnung. Wir scannen mal. Titanium, nö. Was haben wir hier? Oh, 13, fast 14% Aggression. Ja, geil. Den hätte ich gerne. Da. Machen wir mal an. Huch. So, hochgehen hier. Ach, ein bisschen mehr Power. Mehr Power. Geil, ey. Richtig schön Aggression drin. Gut, Aluminium ist relativ Schmutz, aber das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen es ja einfach nur möglichst viel von dem Aggression uns rausziehen. Bin gespannt, wie das dann mit den HOTAS funktioniert, das Mining. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. So, runtergehen. Noch ein Stück. Boah, das geht aber wirklich gut hier. Also, da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Das geht wirklich sehr, sehr angenehm. Also, probiert das auf jeden Fall mal aus, wenn ihr einen Controller habt. Das ist echt nice. Ohne Mist. Also, das Fliegen ist so, ne, wegen der Sensitivity... Ist halt Übungssache, man ist halt mausgewöhnt, also ich zumindest bin halt mausgewöhnt, die ist halt viel, 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 viel genauer. Das ist halt auch das Problem, warum, glaube ich, auch niemand mit Controller Star Citizen spielt. Weil du halt einfach niemals, oh Gott, das meine ich, ne? Ich drücke so ganz kleines bisschen, du musst wirklich hier, du kannst es gar nicht richtig machen. Gut, man könnte es vielleicht noch ein bisschen besser einstellen. Ja, jetzt hört doch auf zu fallen da unten. Ja, scan mal. Aluminium, ist alles nur Alu hier. So, das heißt, dass dort demnach alles andere drin sein muss. Hä? Wo sind denn die Steinchen? Mal kurz. Oh, bleib stehen. So, hier muss es also das ganze Aggressum drin sein. Oh ja, da ist es auch schon. Würde ich sagen, let's go. So, ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht wegsprengt. Aber das geht echt gut hier. Also das mit den R1 und L1 hier hoch und runter schalten, ist echt super. Das finde ich sogar wirklich besser als mit der Maus. Weil du hast bei der Maus immer das große Problem, also je nachdem, was ihr halt für eine Maus habt. Also ich habe das Problem, ich denke mal, die meisten von euch werden das ähnlich haben. Wenn du am Mausrad drehst, bewegst du manchmal die Maus. Und dann wackelt der Laser hin und her. Und das ist halt scheiße beim Mining. Je nachdem, wo man halt sitzt. Aber das Problem habe ich halt sehr, sehr häufig. Das können wir eigentlich ja schon umschalten. Halt, ich warte, bis das runtergefallen ist. Das ist ja unerträglich. Ich glaube, da war was drin, ne? Kommst du nicht hinterher? Kommst wirklich nicht hinterher? Ich sag ja, wie gesagt, mit Control, du hast einfach keine Kontrolle. Man fühlt sich so furchtbar machtlos. Okay, da ist nur Aluminium drin. Dann die anderen beiden. Die hoffentlich hier nicht allzu weit geflogen sind. Oh Gott. Da fallen sie noch, okay. Du hast so das Gefühl, dass du überhaupt keine Kontrolle hast, wenn du so fliegst. Das ist halt echt ein Problem. Und ich weiß halt echt nicht, wie ich das beheben soll. Weil, naja, die Sensitivität... Gut, man könnte das noch ein paar Stunden dann rumwurschteln. Würde es vielleicht noch irgendwie funktionieren. Aber das ist schon sehr, sehr unangenehm. Also da müsst ihr, wenn ihr mit Controller spielt, das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, da müsst ihr halt echt ganz genau gucken. War hier noch was? Nee, ne, das haben wir alle schon gescannt. Okay.
Ihr müsst halt echt richtig viel Zeit reinstecken nochmal und euch die Sensitivity einstellen, so wie ihr sie haben wollt. Das kann ich halt auch nicht vorkonfigurieren, selbst wenn ich wollte, weil ich weiß ja nicht, was ihr so für eine Sensitivity haben wollt, weißt du? Das ist halt echt ein bisschen unangenehm, aber es ist halt so. Oh, geil. Guck mal, ja, richtig schönes Agrizium. So mag ich das. So. Hoch. Was haben wir hier? Mit Agrizium macht das Mining Spaß. Agrizium, Agrizium, Agrizium. Da, da. Aluminium? Ich glaube, das war's auch jetzt, ne? Mehr wird's wahrscheinlich gar nicht sein. Alu. Alu, was ist hier an der Ecke? Die kann ich gar nicht nochmal scannen, ne? Müssen hochfliegen hier. Was ist das da? Ah, schön. Geil, ey. Also allein das sind jetzt schon, weiß ich nicht, 15.000 oder mehr Tacken. So, wir gucken mal weiter. Gold, Aluminium ist Schmutz. Was ist hier? Den haben wir schon, ne? Ja. Okay, hier war ja nicht noch ein Stein? Nee, mehr war ja nicht, ne? Die beiden und der. Okay, naja, fliegen wir einfach mal weiter. Warte, Scanning-Modus. So. Haben wir schon ein Drittel Frachtraum voll. Gar nicht übel. Und wir sind gerade mal hier, also die Aufnahme läuft jetzt seit 10 Minuten. Das heißt, oder 11 Minuten. Das heißt also inklusive Hinflug, sozusagen, das ist echt stark. Also wir haben es noch nicht mal 8 Minuten gemeinert, würde ich mal schätzen. Man muss auch mal Glück haben. Ja. Und ja, ich weiß, der eine oder andere würde sagen, ja, es kommt doch eh Reset. Auch da will ich noch, ich will nur mal dazu noch mal Gleichheit sagen, vielleicht zu diesen Reset-Geschichten. Weil ich das ja offenbar sehr stark beschäftigt. Und ich verstehe das auch. Ich will da jetzt nicht mich hinstellen und sagen, oh, ich verstehe das aber gar nicht. Nein, nein, ich verstehe das schon. Aber, also zwei Dinge. Erstens, wir wissen noch nicht, ob wirklich ein Reset kommt. Es ist nur sehr wahrscheinlich. Aber sehr wahrscheinlich heißt halt nicht, es kommt. So, das ist das eine. Das andere ist, das ist nun mal einfach auch dazugehört. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt seit es Star Citizen gibt, immer Resets gehabt. Und zwar teilweise monatlich. Und immerhin hat die gesamte Alpha 3.8, ne, bis quasi Ende März, den Progress sozusagen mal durchgängig behalten. Also das ist doch schon mal was. Ich finde, das ist in Ordnung. Ja, das ist meine Meinung dazu. Man muss halt in der Alpha damit leben. Barrel war, glaube ich, nicht wertvoll, ne? Nee, Barrel ist Schmutz. Man muss halt in der Alpha damit leben, dass die Sachen leider eben auch dann gelöscht werden, die man sich in-game erspielt hat. Weil auch einfach, ja, das ist halt eine Testumgebung, ne? Das sage ich auch immer wieder dazu, wenn ihr euch das Spiel kauft, denkt immer daran, es ist weder fertig, noch in irgendeiner, ja, Beta-Phase. Wo man jetzt wirklich, also ich meine, selbst wenn, guck mal, ihr könnt euch jetzt theoretisch, selbst wenn sie jetzt die Persistenz drin hätten, komplett, dann könnt ihr euch jetzt natürlich Wochen und Monate lang irgendwas erspielen. Spätestens wenn dann irgendwann der Beta startet, ist das eh wieder weg. Spätestens wenn der Release kommt, ist alles weg. Also alles, was ihr in-game erspielt habt, ne? Spätestens dann. Also ihr habt jetzt eh keinen, ne? Ich meine, klar, den meisten wird es richtigerweise auch darum gehen, dass man sagt, okay, ich möchte mir gerne mal die Schiffe erspielen und die ein bisschen testen. Ne? Aber eigentlich geht das auch ganz gut. Also durch das Schiffe-Ausleihsystem ist man egal wie auf der sicheren Seite. Ich meine, man kann zwar jetzt nicht jedes Schiff ausleihen, das ist mir auch klar. Aber ja. Ich habe es auch im Stream am Sonntag gesagt. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass sich CRG tatsächlich recht viele Leute so ein bisschen, vergrault ist das falsche Wort, aber CRG sorgt für diese Reset-Geschichte, mit dieser Reset-Geschichte immer dafür, dass viele Leute wirklich sagen, ich kaufe das Spiel nicht. Ich warte darauf, dass ich mir da auch wirklich was spielen kann, dass nicht immer alles wieder weg ist. Und das ist natürlich von jedem sein gutes Recht, das zu sagen. Ich will damit aber darauf hinaus, dass CRG dadurch eine Menge Geld auf Flöten geht. Das sollte man an der Stelle auch mal mit erwähnen. Die machen das also nicht leichtfertig oder aus Geldgründen, sondern die machen das, weil es nicht anders geht. Das muss eben auch jedem klar sein. Die könnten wahrscheinlich schon locker doppelt so viele Leute haben, die das Spiel sich geholt hätten. Wir haben jetzt 2,5 Millionen
Also ich finde, das kann man schon mal locker verdoppeln, wenn sie eine echte komplette Persistenz drin hätten. Dann wären es 5 Millionen. Und dann kannst du mal rechnen, 2,5 Millionen Leute mal 40 Euro. Wie viel Geld CRG damit machen würde. Aber das ist gar nicht ihr Ziel, sondern sie wollen halt die Features reinbringen, die gehen und müssen halt, das ist unten hier nur normales FPS-Mining, und müssen halt natürlich dafür sorgen, dass die Server stabil laufen und dass irgendwie alles klappt. Und da müssen sie halt auch mal resetten. Ich weiß, das ist unangenehm, aber das ist halt in der Alpha so. Und wir können ja glücklich sein, dass es, so sehe ich das, dass wir so eine gewisse Persistenz drin haben. Och, immer dieses nervige FPS-Mining. Ich wünschte, man könnte das abschalten. Das nervt mich wirklich tierisch. Das finde ich viel, viel schlimmer zum Beispiel als die Resets, dass dieses FPS-Mining mir angezeigt wird. Ich will das nicht haben. Also ich will das haben, aber nicht jetzt, weißt du? Ich würde gerne im Scanning die Möglichkeit haben zu sagen, was ich scannen will. Also wie so Sachen ein- und ausschalten. Suche nur nach normalen Mining-Brocken oder so. So, war ja nicht gerade was? Ja, offenbar nicht. Naja, wir suchen weiter. Lalala. So, da ist aber jetzt ein richtiger Brocken. Jawohl, den sehe ich auch. Gucken wir mal, was da drin... Oh, das ist Sensitivity. Da kriegt sie um 2%. Okay. Nee, das ist echt zu wenig. Das ist, also klar, man könnte es jetzt mitnehmen, aber nee, ist mir eigentlich zu wenig. Ich will mehr. Ich hoffe, ihr kriegt beim Zugucken, hier könnt mir ja mal Feedback geben. Ich hoffe, ihr kriegt beim Zugucken so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie ich hier mit dem Controller rumrödel. Das ist nämlich gar nicht, das ist gar nicht mal so einfach tatsächlich. Hallo, ich würde gerne diesen Stein da scannen. Ah, jetzt. So, jetzt. Oh, das ist aber auch gut. Diamant ist jetzt nicht mega geil, aber ein 15% Diamant schmeißt du nicht weg. Würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Wir haben ja jetzt schon ordentlich Agrizium. Man muss es auch nicht gierig sein. Dann sparen wir uns lieber ein bisschen die Zeit. Nehmen es hier den Diamant mit. Dann sind wir mit dem Frachtraum definitiv bei über 50%. Und da können wir ja nochmal mehr Agrizium suchen. Also sowas hier, auch wenn es kein Agrizium ist, nicht wegschmeißen. Nehmt das mit. Diamant ist ganz gut wertvoll. Quarz nicht. Aber wenn ihr so ein paar Diamanten da rausschlagen könnt, ist okay. Ihr müsst halt bei den Diamanten darauf achten. Oder auch bei Gold oder solchen mittelwertvollen Geschichten. Müsst ihr halt darauf achten, dass ihr wirklich mindestens 70-80% da rausholt. Würde ich jedenfalls machen. Ja. Wir gucken mal, wie es sich jetzt hier raussprengt. Einfach mal auf gut Glück. So, tschakka. Hochgehen. So, okay, den können wir schon mal... den könnten wir jetzt teilen. Ja, machen wir auch, ne? Der ist ganz okay. 17% von 1000 sind 170. Ungefähr. Das wäre ja fast ein kompletter Stein. Vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal. Einfach probieren. Die sind auch ganz angenehm, diese kleineren Steine hier, weil die halt auch, ihr seht, das ist ein recht großer grüner Bereich, in dem ihr abbauen könnt. Da müsst ihr auch nicht rumstruggeln oder so. Also ein Licht anmachen, ich sehe kaum noch was. 3% Diamant, den wollen wir nicht haben. Was haben wir hier? Nö. Dass die nicht ordentlich zerfallen, ist immer ärgerlich. Was haben wir hier? Ja gut, kann man mitnehmen. Ist es zumindest kein Inert, ne? Das ist in Ordnung. Das ist okay. Und das ist auch, glaube ich, das gesamte Diamant hier, oder? Also ich glaube, mehr Diamant ist hier gar nicht.
Guck mal nochmal die anderen kurz durch. Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, das wäre alles hier. Mal da unten drin. 7% von 300. Ne. Aber nicht unbedingt. Oh. Ist es hier. Ja, das ist aber jetzt. Das ist noch mal ein großer, glaube ich. Ja. Das ist gut. Da können wir nochmal 350 rund können wir da rausziehen. Das ist sehr, sehr stark. Nehmen wir mit. Das kommt sich immer so voll abgehoben vor beim Mining. Wenn man sagt, oh, das sind 350 Gramm oder Kilogramm, wie viel auch immer das hier ist. Ich weiß nicht, was hier die Einheit ist. Sagen wir mal Kilogramm. 350 Kilogramm Diamanten. Ach nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Das ist Quarz. Ich will auch Quarz mitnehmen im Real Life. Würde ich auch nicht nein sagen. So. Wo ist mein Diamant? Da, 100%. Geil. Nehmen wir mit. Dann müssen wir nochmal einen kleineren Brocken oder einen halben Brocken Diamant normalerweise rausziehen können. Wahrscheinlich der da. Ja, 20%. Den nehme ich jetzt aber nicht mit. Das ist mir zu wenig. Da ist der Diamantenpreis einfach nicht hoch genug. Okay, würde ich sagen, sind wir doch gut hier bedient mit dem Kram. Achso, Scanning-Modus. Und suchen mal weiter. Hier war hier nicht noch was? War da noch mehr, oder? Da, ja, da ist noch ganz viel. Wollen auch nicht zu gierig sein. Aber, wie gesagt, so ein bisschen mitnehmen geht immer. Das ist wieder FPS-Mining. Blech. Was leuchtet denn hier die ganze Zeit? Achso, nochmal so ein Bröckchen. Da. So, ach, halt, das war falsch. Agrisium, 2,5%. Nö. Da bin ich nicht mit an Bord. So, da hinten ist noch was gewesen. Ich sag mal so, wenn man das ein bisschen übt mit dem Rumfliegen, so, das geht schon ganz gut eigentlich. Bremsen. So. Was ist denn da Feines drin? Gold? Nee, das ist auch nicht. Nee, das ist alles jetzt nicht so mega geil. Ich habe auch immer das Glück, dass wenn ich irgendwo hinfliege und minern will, dass es dann Nacht wird und ich einfach nichts mehr sehe. Aber ich denke mal, wir machen wirklich einen Zweiteiler draus, deswegen, ich guck mal nur kurz wegen dem einen Stein, was da drin ist, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Immer so ein bisschen häppchenweise, ne? Angenehmer, so eine Stundenfolge ist zwar auch ganz nett, aber ja, muss auch nicht sein. So, zeig mir was Schönes. Wieder zwei. Ich glaube, den hatten wir schon mal, oder? Ich gehe mal in die andere Richtung. Wir machen aber erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. So, da sind wir wieder zurück bei Star Citizen im Bereich, im Flug auf Jela und auf der Suche nach wunderschönen Steinen. Wir haben schon gut gemeint in der letzten Folge, aber da geht noch mehr. Ich spüre, dass wir sehr bald einen sehr geilen Stein finden werden. Huch. Schon mit dem Controller. Das geht schon ganz gut. Weil ich jetzt persönlich sagen würde, ich glaube, wenn ich jetzt nur die Wahl zwischen Controller und Maus hätte, würde ich jetzt wirklich die Maus tatsächlich bevorzugen. Weil die halt echt genauer, du kannst halt echt genauer damit spielen. 18% Gold, das ist okay. Ja, wenn wir Diamant bei 14% oder 15% mitnehmen, können wir auch das hier mitnehmen. So, Mining Mode. Mining Mode on. Siehst du? Habe ich ja gerade schon gesagt. So. Let's go. Mal da schönes rausziehen. Das ist echt ein starker Stein. Mit so viel Gold. Sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen und nicht liegen lassen.
viele konzentrieren sich immer nur auf diese High-End-Materialien. Das kann man machen, aber dann sitzt du halt auch echt lange dran. Also zum Teil, ne? Ich meine, du bist ja instant oben bei der Grimhex. Du hast ja kaum Zeit, die du verdödelst beim Fliegen. Insofern finde ich das gar nicht sinnvoll, sich jetzt nur auf Agilzum zu versteifen, sondern nehmt ruhig auch die nicht so wertvollen Sachen mit. Also es lohnt sich trotzdem. Da ist er schnell wieder unten. So. Gold, 49%. Ich guck mal noch kurz die anderen durch. Ich will schon 70-80% haben. Also den hier auf keinen Fall. Aber was ist da drin? Aluminium. Okay, ist Schmutz. Nee, den da will ich erstmal sehen. Der fällt um. Aluminium. Scan initiated. 41%. Ja, es ist nicht so schön. Hat sich nicht so schön geteilt, wie ich gehofft hatte. Es ist ziemlich beschissen zerbrochen. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist echt nicht gut gebrochen. Ich mach mal den hier nochmal auf. Mal gucken, was wir da drin finden. Vielleicht bricht der ja auch schön. Das könnte ja jetzt sein. Gucken mal. Wir haben ja auch nur noch ein Drittel Frachtraum. Also wahrscheinlich, je nachdem wie viel das jetzt hier ist, werden wir gleich voll sein. Und dann haben wir einfach noch ein bisschen Gold drin. Kann ich mal umschalten? 2% Gold. Wollen mich doch veralbern hier. Was ist das für ein Drecksstein? Der ist echt richtig schlecht, der Stein. Puh. Würde ich fast schon aus Protest gar nicht abbauen. 1000 Teile zerbrochen, aber irgendwie kein Gold dabei. Ne, den da wollte ich. So, okay. Ein winziger 82er. Müssen wir natürlich mitnehmen, 100% Gold, aber... Ja, wobei sind auch 5% Frachtraum, ne? So, hier, ansonsten war hier nichts mehr. Das ist alles jetzt schon so zerbrochen, glaube ich. Nee, da ist noch einer. Siehste, man muss nur ein Auge dafür haben. Da sind wir schon bei 75%. Fast 76, okay. Ja, komm, dann machen wir jetzt voll hier. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist zwar viel inert, ne? Knapp die Hälfte von dem Stein ist inert. Aber wenn ich jetzt hier fertig bin mit Abbauen, dann habe ich einen Frachtraum voll und kann abfliegen. Das spart mir wiederum Zeit. So, wo war denn jetzt der andere Goldstein? Nee. Nee. Ja, den nehmen wir mit hier. Ne, seht, sind wir fast voll. Jetzt nehme ich hier noch den vorderen mit den 15%, weil ich brauche es nicht nochmal anfangen. Wegen 5%. So. Aus. Weg damit. Und ich würde sagen, let's go. To the mall. Wir fliegen mal hoch zur Grimhex. Und das ist halt wieder das Schöne. Jetzt können wir einfach hoch zur Grimhex fliegen. Wenn der Controller mitmacht. So. Müssen auch nur ein klein bisschen hoch. Ich glaube, 2000 Meter waren es. Ja, siehst du? Genau, 2000 Meter. Da können wir auch direkt verkaufen. Ja, gespannt. Schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Wir haben ja einen halben Frachtraum mit Agrizium voll, roundabout, und der Rest ist Gold und Diamant. Das ist eigentlich schon ziemlich stark. Und wir waren jetzt, ja, wie lange haben wir jetzt effektiv gemeinert? 20 Minuten. Das ist okay, oder? Also inklusive Hin- und Rückflug, 20 Minuten gemeinert, das ist völlig okay, würde ich sagen. Oder okay, vielleicht sind es 25 Minuten, das ist schon wirklich stark. Da kann man sich echt nicht beschweren. Und es war ja nicht mal wirklich ein großes Cluster dabei. Also es gibt ja Cluster, da hast du teilweise 6 mal Agrizium-Brocken mit jeweils 5-8% drin. Wenn du so ein Cluster hast, dann klar, schneidest du alles auf und guckst mal rein und nimmst dir, was halt geht. Aber jetzt muss ich aber hier umgreifen, wieder auf Maus. Warte. So. Denn das hier geht ja nicht mit mit Controller. So. Gehen wir mal verkaufen. Ich kann ja auch mal tippen, was wir verdient haben.
Ich sag jetzt einfach mal 50.000. Ich sag mal 50.000. Was schon ziemlich gut wäre. Das ist vielleicht sogar zu viel geschätzt. Aber, obwohl. Wir gucken mal. Wäre natürlich stark. In einer halben Stunde, also maximal in einer halben Stunde, länger war das jetzt hier alles nicht. 50.000, das wäre schon ziemlich stark. Das wären 100.000 Tacken pro Stunde, wenn man es mal hochrechnet, ne? Da hast du aber schnell deine Schiffe, die er spielt. Ja, Mining ist schon wirklich das Beste aktuell. Zumindest, wenn man ohne Risiko spielen will. Wir hatten das auch gestern im Stream. Trading ist technisch gesehen nach oben hin natürlich besser, weil je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du traden. Klar, logisch. Das Problem ist halt, du brauchst halt für Trading wirklich ein sehr, 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 sehr großes Vermögen. Also unter 200.000 Geld wirst du mit Traden kaum anfangen. Rentiert sich einfach nicht. Also zumindest, wenn du die Option hast, auch zu minern. So, und wenn du 200.000 Tacken hast, dann brauchst du also wirklich auch echt starke Nerven, weil damit sich das Trading mit 200.000 Geld lohnt, rein rechnerisch gegenüber dem Mining, musst du das gesamte Vermögen, also die vollen 200.000 ins Trading reinstecken. Und das ist halt so eine Sache, die kann halt auch echt schief gehen, wenn du dann Server Disconnect hast oder so, Serverabsturz, 30k Fehler, dann ist dein Geld weg. Übrigens, ich wurde letztens gefragt, was hier ist. Ich kann euch das gerne zeigen, hier ist halt nichts. Hier sind einfach neue Fahrstühle, die aber noch nirgendwo hinführen. Ich habe vergessen, ich habe irgendwas mal gelesen, aber ich habe es leider wieder vergessen, was es hier sein soll. Ich glaube, die Grimlax wird einfach noch ein bisschen vergrößert mit dem nächsten oder übernächsten Patch. Mal noch ein bisschen Geduld haben, aber aktuell ist hier noch nichts Besonderes zu sehen. So, wir fahren mal runter. So. Also meine Empfehlung ist, wenn ihr die Prospector habt oder die Mole habt, geht minern. Das ist viel, viel effektiver als traden. Traden lohnt sich also von mir aus. Wenn ihr dann irgendwann eine Million habt, dann werdet ihr euch halt nicht mehr so sehr über das Mining freuen, weil das Mining einfach stark begrenzt ist. In den höheren Sphären, ja. Dann könnt ihr natürlich dann locker traden. Da könnt ihr mal 200, 300, 400.000 in die Hand nehmen und mal was traden. Das ist dann nicht so das Problem. So. Okay. Dann lassen wir uns doch mal überflügeln vom Geld. Also wie gesagt, ich sag 50.000. Mal gucken. Ah, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Okay, 37.000, also trotzdem stark. 37.700. Ja gut, wir haben, ja, das Agrizium bringt ja wirklich viel. Ihr seht hier, ne, Diamant und Gold ist halt echt nicht so wertvoll. War trotzdem richtig, aus meiner Sicht, das zu machen. Aber man kann natürlich auch anstatt dessen einfach weiter nach Agrizium suchen. Findet man eigentlich auch ganz gut. Ja, ist aber okay. Ist in Ordnung, kann man so mitnehmen. Also knapp 38.000. Das würde bedeuten, in einer Stunde wären das ja so um die 70.000, 75.000. Gar nicht mal so übel, oder? Würde ich sagen. Ja, da war das jetzt eine recht schnelle zweite Folge. Na gut. Vielleicht klatscht sie dann doch noch zusammen. Ich überlege mir das. Wenn nicht, ihr werdet sie dann eh sehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein bisschen Zeit vertrödeln muss man sicher, bis die 3.9 noch kommt. Aber ich denke mal, dass die auch bald vor der Haustür steht. Schauen wir mal. Bis dahin. Und ciao. With 65 degrees, the last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?